Hülse, die wir uns da geschaffen haben, ist die eine freiheitlich-demokratische Grundordnung. Die wäre auch in einem Kirchenstaat möglich, die ist auch in einer Monarchie möglich, die ist auch in einer islamischen Republik möglich, ist, wäre möglich. Wäre auch und in der DDR möglich. Wäre in der DDR, wäre überall möglich. Ja. Es geht doch darum, wie die Leute sagen, das ist doch keine Demokratie. Dann meinen sie eigentlich, die freiheitlichen Grundrechte werden beschnitten. Und wenn sie schreiben, wir wollen mehr Demokratie, dann meinen sie, wir wollen mehr freiheitliche Grundrechte und wir wollen, dass die verwirklicht werden. Und wenn ich von Demokratie rede, dann rede ich von einem abstrakten Gebilde, vom Parlamentarismus und von der Methode der Auswahl der Führungskräfte. Und das ist ganz was anderes. Und das sollten wir uns mal abgewöhnen, dass wir immer Demokratie, aber das ist ja auch gewollt, dass das immer gleichgesetzt wird mit Freiheit, mit freiheitlichen Grundrechten. Mhm. Also ich sehe das vollkommen getrennt. Naja, wir sehen zum Beispiel der Schweiz. Ja. Dem wird ja keiner absprechen, dass es eine Demokratie ist, ja. Aber sie ist plebiszitäre Demokratie. Ja. So wie sie es ja... Ja, das ist, sagen wir mal, schon mal eine etwas mildere Form der Demokratie, aber letzten Endes ganz deutlich sieht man es zum Beispiel in Amerika. In Amerika kann aus dem Volke nie einer an die Macht kommen. Na, jetzt haben wir was anderes erlebt. Das auch Trump ist ein Multimillionär. Ja. Das heißt also, wenn aus einem solchen großen Volksreservoir, wenn von vornherein feststeht, auf jeden Fall aus dem Volk kann er nicht kommen. Ja. Er muss reich sein. Aber die politische Klasse hat ihn nicht gewollt. Das ist eine andere Frage. Nur das ist jetzt, da gibt es sehr viel dazu zu sagen, aber eins steht doch fest, die Masse der Menschen kommt überhaupt nicht in Frage. Mhm. Es kann dort nur jemand nach oben kommen, der schon Beziehungen und Reichtum hat, und zwar erheblich. Mhm. Er muss aus diesen Kreisen kommen. Dass da jetzt mal einer dabei ist, der ausschert und ganz anders ist, das ist eine andere Frage. Auch aus diesen Kreisen kann mal eine andere Figur kommen, ja. Aber prinzipiell, wo ist denn da die Volksherrschaft? Nicht? Wo ist denn da die Gleichheit der Chancen? Ja. Mitnichten, und da sehen wir es ganz deutlich. Und bei uns hier, der Beweis ist doch, es sind immer dieselben Personen. Mhm. Immer derselbe Personenkreis. Özdemir, Claudia Roth. Womit hat die Claudia Roth diesen Posten verdient? Was kann die? Ich will Ihnen sagen, was sie kann. Die kann sehr gut immer betroffen sein. Die ist immer betroffen von allem. Mhm. Und dann kann sie sehr gut abstimmen und die Hand hochheben, aber mehr nicht. Mhm. Also das ist doch der Beweis dafür, wenn wir von solchen Pappnasen angeführt werden, jetzt habe ich wieder was gesagt, wo ich immer rüge, dann brauchen wir doch nicht zu wundern, wenn das alles im Bach runtergeht. Mhm. Ich würde sagen, wir schließen das Kapitel jetzt NPD-Verbot mal ab und gehen dann zum nächsten über.